Hallo. Schönen guten Abend. Als Radiomann muss ich neidlos zugeben, dass das heute nicht nur was für die Ohren ist, sondern Sie und ihr werdet ganz viel auch für die Augen erleben. Verlasst euch drauf. Da gibt es zum Beispiel ein Kleid, wo ich ganz sicher bin, dass das Schauspielhaus ein gemeinsames A macht. Können wir das vielleicht einmal trainieren? Stellt euch als schönste Kleid eures Lebens vor und macht einmal Das könnte schon die Stimmung ganz doll heben. In Wahrheit ist es ja ziemlich dramatisch. Herr Heimann hat das eben so gelassen formuliert. In Wahrheit waren wir ausgehungert und kurz vorm Ende. Denn Cornelia Funke hat sich rar gemacht. Sie war eigentlich verschwunden, als hätte sie in einem ihrer Bücher den Trick angewendet, eine Autorin ist mal weg. Jedenfalls für Deutschland war sie nicht da, nicht zu sprechen. Wir hörten immer mal wieder, sie macht das nicht, weil sie gemein ist, sondern sie hat viele Ideen, viele Einfälle, sie brütet, sie bastelt an neuen Texten, sie hat neue Projekte, aber man wusste nie so ganz genau. Und dann gab es den großen Trommelwirbel, der über den großen Teich kam, da war von Reckless die Rede und wir haben es gehört, dieses Buch ist gerade vor ein paar Tagen mit einer Weltpremiere in New York vorgestellt worden. Und wo in Deutschland kann man dann die Deutschland-Tournee beginnen? Natürlich nur hier in Ihrer alten Heimatstadt in Hamburg. Da freuen wir uns sehr drüber. Herzlich willkommen, sage ich schon mal. Und jetzt will ich auch nichts mehr sagen, denn jetzt gehört wirklich der Auftritt, der Zauber, die Bühne. Rainer Strecker und Cornelia Funke. Und ob ihr es glaubt oder nicht, es geht los. Ist das nett, wieder in Hamburg zu sein. Jetzt sage ich erstmal herzlich willkommen an euch alle. Und natürlich freue ich mich über jeden Einzelnen, der in diesem wunderschönen Theater jetzt gerade sitzt. Wir haben uns sogar schön angezogen für euch. Und jetzt werden wir einfach ein bisschen lesen. Schwanstein. Das Laternenlicht füllte die Straßen von Schwanstein wie verlaufene Milch. Gaslicht und hölzerne Kutschräder, die über holpriges Kopfsteinpflaster rollten. Frauen in langen Röcken, die Säume nass vom Regen. Die feuchte Herbstluft roch nach Rauch und Kohlenasche schwärzte die Wäsche, die zwischen den spitzen Giebeln hing.
Es gab inzwischen einen Bahnhof, gleich gegenüber der Postkutschstation und ein Telegrafenbüro. Ein Fotograf bannte steife Hüte und berüschte Röcke auf Platten aus Silber. Und Fahrräder lehnten an Hauswänden, an denen Plakate vor Wassermännern und Goldraben warnten. Nirgendwo ahmte die Spiegelwelt die andere Seite so eifrig nach wie in Schwanstein. Und Jacob hatte sich natürlich schon oft gefragt, wie viel von all dem durch den Spiegel gekommen war, der im Arbeitszimmer seines Vaters hing. Im Museum der Stadt gab es ein paar Dinge, die verdächtig nach der anderen Welt aussahen. Ein Kompass und eine Kamera kamen Jacob sogar so bekannt vor, dass er sie für das Eigentum seines Vaters hielt. Aber niemand hätte ihm sagen können, wohin der Fremde verschwunden war, der sie hinterlassen hatte. Die Glocken der Stadt läuteten den Abend ein, als Jacob die Straße, die zum Marktplatz herunterkam. Das Wirtshaus zum Menschenfresser lag gleich neben der Kirche. Jacob war Zeuge bei dem Ereignis gewesen, das ihm seinen Namen gegeben und seinem Besitzer den rechten Arm gekostet hatte. Albert Chanute stand mit mürrischer Miene hinter dem Tresen, als Jacob in die dunkle Schankstube trat. Chanute war ein so feister Klotz von Mann, dass man ihm nachsagte, Trollblut in den Adern zu haben. Nicht gerade ein Kompliment in der Spiegelwelt. Aber bis der Menschenfresser ihm den Arm abgehackt hatte, war Albert Chanute der beste Schatzjäger von ganz Austrien gewesen. Und Jacob war viele Jahre bei ihm in die Lehre gegangen. Chanute hat ihm gezeigt, wie man es hinter dem Spiegel zu Ruhm und Reichtum brachte. Und Jacob hatte zum Ausgleich verhindert, dass der Menschenfresser dem alten Schatzsucher auch noch den Kopf abschlug. Die Wände des Schankraums waren bedeckt mit Andenken aus Chanutes ruhmreicheren Tagen. Der Kopf eines braunen Wolfs, die Ofentür aus einem Lebkuchenhaus, ein Knüppel aus dem Sack, der von der Wand sprang, wenn ein Gast sich nicht benahm, und gleich über dem Tresen aufgehängt an den Ketten, mit denen er seine Opfer gefesselt hatte, ein Arm des Menschenfressers, der Chanutes Schatzjägertage beendet hatte. Die bläuliche Haut schimmerte immer noch wie Echsenleder. »Sieh an!« Jacob Reckless. Chanutes mürrischer Mund verzog sich tatsächlich zu einem Lächeln. Ich dachte, du wärst in Lothringen auf der Suche nach einem Stundenglas. Chanute war eine Legende als Schatzjäger gewesen, aber Jacob hatte inzwischen einen mindestens ebenso guten Ruf. Also, welchen Ärger hast du diesmal? Chanute warf dem Wein einen begehrlichen Blick zu. Er selbst hatte nur ein Glas Wasser vor sich stehen. Früher war er so oft betrunken gewesen, dass Jacob die Flaschen vor ihm versteckt hatte, obwohl Chanute ihn dafür jedes Mal verprügelt hatte. Der alte Schatzjäger hatte ihn oft geschlagen, auch wenn er nüchtern gewesen war, bis Jacob eines Tages seine eigene Pistole auf ihn gerichtet hatte. Chanute war auch in der Höhle des Menschenfressers betrunken gewesen und vermutlich hätte er seinen Arm behalten, hätte er damals gerade aussehen können. Danach hatte er das Trinken aufgegeben. Der Schatzjäger war ein lausiger Vaterersatz gewesen. Und Jacob war immer noch auf der Hut vor ihm. Aber wenn irgendjemand wusste, was seinen Bruder retten konnte, dann war es Albert Chanute. Was würdest du tun, wenn einer deiner Freunde die Klauen der Gäule zu spüren bekommen hätte? Chanute verschluckte sich an seinem Wasser und musterte Jacob, als wollte er sicher gehen, dass er nicht von sich selbst sprach. Ich habe keine Freunde, grunzte er. Und du auch nicht. Man muss ihnen trauen und darin sind wir beide nicht gut. Wer ist es? Jacob schüttelte nur den Kopf. Ach ja, Jacob Reckless liebt es geheimnisvoll. Wie konnte ich das vergessen? Chanutes Stimme klang bitter. Er hielt Jacob trotz allem für den Sohn, den er nie gehabt hatte. Wann haben Sie diesen Freund erwischt? Vor 4 Tagen. Die Gäule hatten sie unweit eines Dorfes angegriffen, in dem Jacob nach dem Stundenglas gesucht hatte. Steinerne Gesichter, feucht vom Regen, Augen aus Gold und schwarze Klauen. Er hatte unterschätzt, wie weit ihre Stoßtrupps schon in käuserliches Gebiet vordrangen. Und Will hatte solche Schmerzen gehabt, dass sie Tage für den Rückweg gebraucht hatten. Zurück wohin? Es gab kein Zurück mehr. Aber Jacob hatte nicht das Herz gehabt, es seinem Bruder zu sagen. Chanute fuhr sich durch das borstige graue Haar. 4 Tage. Vergiss es.
Dann ist er schon halb einer von ihnen. Erinnerst du dich noch an die Zeit, in der die Kaiserin sie in allen Farben gesammelt hat? Und dieser Bauer uns einen Toten als Onyx andrehen wollte, dem er die Mondsteinhaut mit Lampenruß gefärbt hatte? Ja, Jacob erinnerte sich. Die Steingesichter. So hatte man sie damals noch genannt und Kindern Geschichten über sie erzählt, um ihnen Angst vor der Nacht zu machen. Während er mit Chanute umherzog, hatten sie gerade begonnen, auch in Höhlen über der Erde zu hausen. Und jedes Dorf hatte Gäuelhetzjagden organisiert. Aber inzwischen hatten sie einen König. Und er hatte aus den Gejagten Jäger gemacht. Neben der Hintertür raschelte es. Chanute zog sein Messer. Er warf es so schnell, dass er die Ratte im Sprung an die Wand nagelte. Diese Welt geht zugrunde, knurrte er. Die Ratten werden groß wie Hunde, auf der Straße stinkt es wie in einer Trollhöhle von all den Fabriken und die Gäuel stehen nur ein paar Meilen von hier. Er hob die tote Ratte auf und warf sie auf den Tresen. Es gibt nichts, was gegen das steinerne Fleisch hilft. Aber wenn es mich erwischt hätte, würde ich zu einem Hexenhaus reiten und im Garten nach einem Busch mit schwarzen Beeren suchen. Chanute wischte sich das blutige Messer am Ärmel ab. Allerdings muss es der Garten einer Kinderfresserin sein. Ich dachte, die wären alle nach Lothringen gezogen. Es hat nicht nur die Kaiserin, sondern auch die anderen Hexen sie jagen. Aber ihre Häuser sind noch da. Ich habe in ihrem Haus mal nach einem dieser Kämme gesucht, die dich in eine Krähe verwandeln, wenn du sie ins Haar steckst. Ich weiß. Du hast mich vorgeschickt. Ah, tatsächlich. Chanute rieb sich verlegen die fleischige Nase. Er hatte Jacob weisgemacht, dass die Hexe ausgeflogen war. Du hast mir Schnaps auf die Wunden gegossen. Man sah die Abdrücke ihrer Finger immer noch an Jacobs Hals. Es hatte Wochen gedauert, bis die Brandwunden geheilt waren. Jacob warf sich den Rucksack über die Schulter. Ich brauche ein Packpferd, Proviant, zwei Flinten und Munition. Chanute schien ihn nicht gehört zu haben. Er starrte auf seine Trophäen. Gute alte Zeiten, murmelte er. Die Kaiserin hat mich dreimal persönlich empfangen. Auf wie viele Male hast du es gebracht? Jacob rieb das Tuch in seiner Tasche, bis er zwei Goldtaler zwischen den Fingern fühlte. Zweimal, sagte er und warf die Taler auf den Tresen. Er brachte es inzwischen auf 6 kaiserliche Audienzen, aber Chanute machte die Lüge sehr glücklich. Steck das Gold wieder ein, brummte er. Ich nehme kein Geld von dir. Dann hielt der Jacob sein Messer hin. Hier, sagte er, es gibt nichts, was diese Klinge nicht zerschneidet. Ich habe so eine Ahnung, dass du sie nötiger brauchen wirst als ich. Ein Dickicht aus Wurzeln, Dornen und Blättern. Baumriesen und junge Bäume, die sich nach dem Licht streckten, das allzu spärlich durch das dichte Laubdach fiel. Irrlichterschwärme über fauligen Tümpeln. Lichtungen, auf denen Fliegenpilze ihre giftigen Kreise zogen. Jacob war zuletzt vor 4 Monaten im Schwarzen Wald gewesen, um dort nach einem Menschenschwan zu suchen, der ein Hemd aus Nesseln über den Federn trug. Aber nach 3 Tagen hatte er die Suche aufgegeben, weil er unter den dunklen Bäumen nicht mehr hatte atmen können. Will hatte wieder Schmerzen. Der Stein wucherte inzwischen den ganzen Hals hinauf, aber Clara tat, als sähe sie ihn nicht. Liebe macht blind. Sie schien das Sprichwort beweisen zu wollen. Aber wenn sie sich unbeobachtet fühlte, sah Jacob die Angst auch auf ihrem Gesicht. Sie mussten die Pferde schon bald führen, weil sie sich immer öfter in dem dichten Unterholz verfingen. Und Jacob wies Will und Clara an, die Bäume nicht zu berühren. Aber die schimmernden Perlen, die ein Rindenbeißer als Köder auf der Borke einer Eiche hatte sprießen lassen, ließen Clara seine Warnung vergessen
Jacob konnte ja den garstigen kleinen Wicht noch gerade rechtzeitig vom Handgelenk pflücken, bevor er in den Ärmel kroch. Siehst du nun ein, dass du sie hättest zurückschicken müssen? Will las Jacob den Vorwurf vom Gesicht, während er Clara an seine Seite zog. Aber von da an war sie vorsichtig. Als sich das taufeuchte Netz eines Fallenstellers vor ihnen über den Weg spannte, war es Clara, die Will rechtzeitig zurückzerrte, und sie scheuchte die Goldraben fort, die ihn Flüche in die Ohren krächzen wollten. Nach 3 Stunden tauchte zwischen Eichen und Eschen der erste Hexenbaum auf, und Jacob warnte Clara und Will gerade vor den Zweigen, die allzu gern nach Menschenaugen stachen, als Fuchs abrupt stehen blieb. Das Geräusch ertrank fast in dem Summen der Irrlichter. Es klang wie das Schnippschnapp einer Schere. Kein allzu bedrohliches Geräusch. Will und Clara bemerkten es nicht einmal, aber das Fell der Füchsin sträubte sich und Jacob legte die Hand an den Säbel. Er kannte nur einen Bewohner dieses Waldes, der solch ein Geräusch machte. Und es war der einzige, den er auf gar keinen Fall treffen wollte. »Lass uns schneller gehen«, flüsterte er Fuchs zu. »Wie weit ist es noch bis zu dem Haus?« »Schnipp, schnapp«, es kam näher. »Es wird knapp«, flüsterte Fuchs. Das Schnippen verstummte, aber die plötzliche Stille klang ebenso bedrohlich. Kein Vogel sang, selbst die Irrlichter waren verschwunden. Fuchs warf einen besorgten Blick zwischen die Bäume, bevor sie so hastig weiterhuschte, dass die Pferde in dem dichten Unterholz kaum nachkamen. Als Jacob vor Jahren mit Chanute hergekommen war, hatten die Dachschindeln so rot durch die Bäume geleuchtet, als hätte die Hexe sie mit Kirsche gefärbt. Jetzt waren sie mit Moos bedeckt. Und von den Fenstern blätterte die Farbe. Aber an den Mauern und auf dem spitzgiebligen Dach klebten immer noch ein paar Kuchen. Von der Regenrinne und den Fensterbänken hingen Zapfen aus Zuckerguss. Und das ganze Haus roch nach Zimt und Honig, wie es sich für eine Kinderfalle gehört. Die Hexen hatten oft versucht, die Kinderfresserinnen aus ihrer Sippe zu verstoßen. Und vor 2 Jahren hatten sie ihnen schließlich den Krieg erklärt. Die Hexe, die im Schwarzen Wald ihr Unwesen getrieben hatte, fristete ihr Dasein angeblich als Warzenkröte in einem morastigen Tümpel. An dem schmiedeeisernen Zaun, der ihr Haus umgab, klebten immer noch ein paar bunte Zuckerperlen und Jacobs Stute zitterte, als er sie durch das Tor führte. Der Zaun eines Lebkuchenhauses ließ jeden ein, aber niemanden wieder heraus. Chanute hatte darauf geachtet, dass das Tor bei ihrem Besuch weit offen blieb, doch das, was ihnen folgte, machte Jacob mehr Sorge als das verlassene Haus. Sobald er das Tor hinter Clara schloss, war das Schnippen wieder deutlich zu hören, und diesmal klang es fast zornig. Aber wenigstens kam es nicht näher, und Fuchs warf Jacob einen erleichterten Blick zu. Es war, wie sie gehofft hatten. Ihr Verfolger war kein Freund der Hexe gewesen. »Was, wenn er auf uns wartet?«, flüsterte Fuchs. »Ja.« Was dann, Jacob? Es war ihm gleich, solange nur der Busch, den Chanute ihm beschrieben hatte, noch hinter dem Haus wuchs. Will hatte die Pferde zum Brunnen geführt und ließ den rostigen Eimer hinunter, um sie zu tränken. Er musterte das Lebkuchenhaus wie eine giftige Pflanze. Aber Clara strich über den Zuckerguss, als könnte sie nicht glauben, dass das, was sie sah, wirklich war. Knusper, knusper, Knäuschen, wer knuspert an meinem Häuschen? Welche Version der Geschichte hatte Clara gehört? Da packte sie Hänsel mit ihrer dürren Hand und trug ihn in einen kleinen Stall und sperrte ihn mit einer Gittertüre ein. Er mochte schreien, wie er wollte, es half ihm nichts. »Pass auf, dass sie nicht von den Kuchen isst«, sagte Jacob zu Fuchs und machte sich auf die Suche nach den Beeren. Hinter dem Haus wuchsen die Nesseln so hoch, dass es aussah, als stünden sie Wache um den Garten der Hexe. Sie verbrannten Jacob die Haut, doch er bahnte sich einen Weg durch ihre giftigen Blätter, bis er zwischen Schierling und Tollkirschen das fand, was er suchte. Einen unscheinbaren Busch mit gefiederten Blättern. Jacob füllte sich die Hand mit seinen schwarzen Beeren, als er Schritte hinter sich hörte. Clara stand zwischen den verwilderten Beeten. Eisenhut. Schierlingskraut. Sie sah ihn fragend an. Das sind alles Giftpflanzen. Sie lernte als Studentin der Medizin auch ein paar nützliche Dinge. Will hatte Jacob schon 1000 Mal erzählt, wie er ihr im Krankenhaus begegnet war, auf der Station, auf der ihre Mutter behandelt worden war. Jacob richtete sich auf. Aus dem Wald war wieder das Schnippen zu hören. »Manchmal braucht man Gift, um zu heilen«, sagte er. »Dir muss ich das wohl nicht erklären.
obwohl du über diese Beeren sicherlich nichts gelernt hast. Er füllte ihr die Hände mit den schwarzen Früchten. Will muss ein Dutzend davon essen. Bis die Sonne aufgeht, sollten sie gewirkt haben. Überrede ihn, sich im Haus schlafen zu legen. Er hat seit Tagen kaum ein Auge zugemacht. Goyle brauchten wenig Schlaf. Einer der vielen Vorteile, die sie Menschen gegenüber hatten. Clara blickte auf die Beeren in ihrer Hand. Sie hatte 1000 Fragen auf den Lippen, aber sie stellte sie nicht. Was hatte Will ihr über ihn erzählt? Ja, ich habe einen Bruder, aber er ist schon lange ein Fremder für mich. Sie drehte sich um und lauschte in den Wald. Diesmal hatte sie das Schnippen auch gehört. Was ist das? Sie nennen ihn den Schneider. Er traut sich nicht durch den Zaun, aber wir können nicht wieder fort, solange er da ist. Ich werde versuchen, ihn zu vertreiben. Jacob zog den Schlüssel aus der Tasche, den er aus der Truhe in Chanuts Gasthaus genommen hatte. Der Zaun wird euch nicht wieder herauslassen, aber dieser Schlüssel öffnet jede Tür. Ich werde ihn übers Tor werfen, sobald ich draußen bin, für den Fall, dass ich nicht zurückkomme. Fuchs wird euch zu der Ruine zurückbringen, aber schließt das Tor nicht auf, bevor es hell wird. Will stand immer noch am Brunnen. Als er auf Clara zuging, stolperte er vor Müdigkeit. Lass ihn nicht in dem Zimmer mit dem Ofen schlafen, raunte Jacob ihr zu. Die Luft dort beschert finstere Träume und pass auf, dass er mir nicht nachkommt. Will aß die Beeren ohne zu zögern. Der Zauber, der alles heilt. Schon als Kind hatte er viel leichter an solche Wunder geglaubt als Jacob. Man sah ihm an, wie müde er war, und er ließ sich ohne Protest von Clara in das Lebkuchenhaus ziehen. Hinter den Bäumen ging die Sonne unter, und der rote Mond hing über den Wipfeln wie ein blutiger Fingerabdruck. Wenn die Sonne ihn ablöste, würde der Stein in der Haut seines Bruders nur noch ein böser Traum sein. Falls die Beeren wirkten. Falls. Jacob trat an den Zaun und blickte in den Wald. Schnipp, schnapp! Ihr Verfolger war noch da. Fuchs blickte Jacob besorgt nach, als er auf die Stute zuging und Chanuts Messer aus der Satteltasche zog. Gegen den, der da draußen wartete, halfen keine Kugeln. Angeblich machten sie den Schneider sogar stärker. Der Wald füllte sich mit 1000 Schatten und Jacob glaubte, zwischen den Bäumen eine dunkle Gestalt stehen zu sehen. Wenigstens wird er dir die Wartezeit bis zum Morgen verkürzen, Jacob. Er schob sich das Messer in den Gürtel und nahm die Taschenlampe aus dem Rucksack. Fuchs lief ihm nach, als er auf den Zaun zuging. Du kannst nicht da raus. Es wird schon dunkel. Und? Vielleicht ist er bis zum Morgen fort. Warum sollte er? Das Zauntor sprang auf, sobald Jacob den Schlüssel in das verrostete Schloss schob. Bestimmt hatten schon viele Kinderhände vergeblich daran gerüttelt. Bleib hier, Fuchs, sagte er. Aber sie huschte nur wortlos an seine Seite. Und Jacob zog das Tor hinter sich zu. Der Schneider. Kam er ihnen nach? Jacob ging langsam, damit der Jäger, den sie angelockt hatten, ihm folgen konnte. Aber alles, was er hörte, waren seine eigenen Schritte. Das Brechen morscher Zweige unter seinen Stiefeln. Das Rascheln von Blättern. Wo war er? Jacob hatte schon Angst, dass sein Verfolger die Furcht vor der Hexe vergessen hatte und sich hinter seinem Rücken durch ihr Tor schlich, als er zu seiner Linken plötzlich wieder das Schnippen hörte. Offenbar stimmte es, was man erzählte. Der Schneider spielte mit seinen Opfern gern Katz und Maus. Niemand konnte sagen, wer oder was genau er war. Die Geschichten über den Schneider waren fast so alt wie der Schwarze Wald. Nur eins wusste jeder. Seinen Namen hatte er sich dadurch verdient, dass er Kleider aus Menschenhaut schneiderte. Schnipp, schnapp, klipp, klapp. Zwischen den Bäumen öffnete sich eine Lichtung und Fuchs warf Jacob einen warnenden Blick zu, als aus den Zweigen einer Eiche ein Schwarm Krähen aufflog. Das Klipp-Klapp wurde so laut, dass es selbst ihr Krächzen übertönte und der Strahl der Taschenlampe fand unter der Eiche die Silhouette eines Mannes. Dem Schneider gefiel der tastende Lichtfinger nicht. Er stieß ein ärgerliches Grunzen aus und schlug danach wie nach einem lästigen Insekt
Aber Jacob ließ das Licht weiter tasten über das bärtige, schmutzverkrustete Gesicht, die grausigen Kleider, die auf den ersten Blick nur nach stümperhaft gebeiztem Tierleder aussahen, und die plumpen Hände. Die Finger der Linken endeten in breiten Klingen, jede lang wie die eines Dolches. Die der Rechten waren ebenso tödlich lang, aber schlank und spitz wie riesige Schneidernadeln. An beiden Händen fehlte ein Finger. Offenbar hatten auch schon andere Opfer ihre Haut verteidigt. Doch der Schneider schien sie nicht weiter zu vermissen. Er ließ seine mörderischen Nägel durch die Luft fahren, als schnitte er ein Muster aus den Schatten der Bäume und nähme Maß für die Kleider, die er aus Jacobs Haut nähen wollte. Fuchs bleckte die Zähne und wich knurrend an Jacobs Seite zurück. Er scheuchte sie hinter sich und zog mit der linken den Säbel und mit der rechten Chanuts Messer. Sein Gegner bewegte sich schwerfällig wie ein Bär, doch seine Hände schnitten und stachen mit beängstigender Emsigkeit durch das Distelgestrüpp. Seine Augen waren so ausdruckslos wie die eines Toten, aber das bärtige Gesicht war verzerrt zu einer Maske aus Mordlust. Zuerst hieb er mit den breiten Klingen nach ihm. Jacob wehrte sie mit dem Säbel ab, während er mit dem Messer nach der Nadelhand stieß. Er hatte schon gegen ein halbes Dutzend betrunkener Soldaten gekämpft, gegen die Wachen verwunschener Schlösser, Wegelagerer und ein Rudel abgerichteter Wölfe, aber das hier war schlimmer. Der Schneider stieß und hieb so unerbittlich auf ihn ein, dass Jacob glaubte, in eine Häckselmaschine geraten zu sein. Sein Gegner war nicht sonderlich groß und Jacob war behender als er. Trotzdem spürte er bald die ersten Schnitte an Schulter und Armen. »Nun mach schon, Jacob! Sieh dir seine Kleider an! Willst du so enden?« Er hieb ihm mit dem Messer einen Nadelfinger ab, nutzte das Wutgeheul danach, um Atem zu schöpfen, und riss den Säbel gerade noch rechtzeitig hoch, bevor die Klinge ihm das Gesicht aufschlitzten. Zwei der Nadeln streiften ihm die Wangen wie die Krallen einer Katze. Eine andere bohrte sich fast in seinen Arm. Jacob wich zwischen die Bäume zurück, ließ die Klingen in Rinde statt in seine Haut fahren und die langen Nadeln tief ins Holz statt in sein Fleisch. Aber der Schneider befreite sich immer wieder und er wurde einfach nicht müde, während Jacob schon die Arme schwer wurden. »Du wirst als ein paar Hosen enden, Jacob!« Sein Atem ging schwer, das Herz raste ihm. Er stolperte über eine Wurzel und bevor er sich wieder aufrichten konnte, stieß der Schneider ihm eine seiner Nadeln tief in die Schulter. Der Schmerz warf Jacob auf die Knie und er bekam nicht genug Luft, um Fuchs zurückzurufen, als sie auf den Schneider zusprang und ihm die Zähne tief ins Bein schlug. Sie hatte Jacob schon oft die Haut gerettet, doch niemals in so wörtlichem Sinne. Der Schneider versuchte, sie abzuschütteln. Er hatte Jacob vergessen, und als er wütend ausholte, um Fuchs seine Klingen in den pelzigen Leib zu stoßen, hieb Jacob ihm mit Chanuts Messer den Unterarm ab. Der Schrei des Schneiders hallte durch den nächtlichen Wald. Er stierte auf die klingenbewehrte Hand, die vor ihm im Moos lag. Dann fuhr er mit einem Keuchen zu Jacob herum. Die verbliebene Hand fuhr mit tödlicher Wucht auf ihn zu. Drei stählerne Nadeln, mörderische Dolche. Jacob glaubte, ihr Metall schon in den Gedärmen zu spüren, doch bevor sie sich in sein Fleisch bohrten, stieß er dem Schneider die Messerklinge tief in die Brust. Er grunzte auf und presste die Finger gegen das abscheuliche Hemd. Dann gaben seine Knie nach. Jacob stolperte gegen den nächsten Baum und rang nach Atem, während der Schneider sich im feuchten Moos wälzte. Ein letztes Röcheln und es war still. Aber Jacob ließ das Messer nicht fallen, obwohl die Augen in dem schmutzigen Gesicht nur noch leer zum Himmel starrten. Er war nicht sicher, ob es für den Schneider so etwas wie den Tod gab. Fuchs zitterte, als hätten sie die Hunde gejagt. Jacob ließ sich neben ihr auf die Knie fallen und starrte den reglosen Körper an. Er wusste nicht, wie lange er so dasaß. Seine Haut brannte, als hätte er sich in zersprungenem Glas gewälzt. Seine Schulter war taub vor Schmerz und vor seinen Augen tanzten die Klingen immer noch ihren mörderischen Tanz. Jacob! Fuchs Stimme schien aus weiter Ferne zu kommen. Steh auf! Beim Haus ist es sicherer! Er kam kaum auf die Füße. Der Schneider rührte sich immer noch nicht. Thank you.
Der rote Mond mischte Rost in die Nacht. Der Schneider hatte nach ihr getreten und ein paar Schnitte hatte sie auch abbekommen. Aber es ging ihr gut. Menschenhaut ist so viel verletzlicher als ein Fell oder Gäulhaut. Du solltest dich auch schlafen legen, sagte sie. Ich kann nicht schlafen. Seine Schulter schmerzte und er glaubte zu spüren, wie der schwarze Zauber der Hexe sich mit dem Fluch der dunklen Fee maß. Was wirst du tun, wenn die Bären wirken? Die beiden zurückbringen? Ja, sicher. Und sie leben glücklich bis an ihr Lebensende. Und wir? Fuchs schmiegte sich an ihn, als die kalte Nachtluft ihn schaudern ließ. Der Winter kommt. Wir könnten nach Süden gehen, nach Grenadier oder Lombardien. Und dort nach dem Stundenglas suchen. Das Stundenglas, das die Zeit anhielt. Noch vor ein paar Wochen hatte er an nichts anderes gedacht. Der sprechende Spiegel, der gläserne Schuh, das Spinnrad, das Goldspann. Es gab immer etwas oder jemanden, nach dem man in dieser Welt suchen konnte. Und meist ließ ihn das vergessen, dass er den einzigen, den er je wirklich hatte finden wollen, vergebens gesucht hatte. Jacob nahm ein Stück Brot von dem Teller und hielt es Fuchs hin. Wann hast du dich zuletzt verwandelt? Sie wollte davonhuschen, aber er hielt sie fest. Fuchs! Sie biss nach seiner Hand, doch schließlich streckte sich der Fuchsschatten, den das Mondlicht neben den Brunnen zeichnete, und die junge Frau, die neben Jacob kniete, stieß ihn mit kräftigen Händen fort. Fuchs! Ihr Haar war rot wie der Pelz, der ihr so viel lieber war als die Menschenhaut. Es fiel ihr so lang und dicht über den Rücken, dass es fast so aussah, als trüge sie immer noch ihr Fell. Auch das Kleid, das ihr die sommersprossige Haut bedeckte, schimmerte im Mondlicht wie der Pelz der Füchsin, und sein Stoff schien aus demselben seidigen Haar gewebt. Sie war erwachsen geworden in den letzten Monaten, fast so plötzlich wie ein Welpe zur Füchsin wird. Aber Jacob sah immer noch das 10-jährige Mädchen neben sich knien, das eines Nachts statt der Füchsin am Fuß des Turmes geschluchzt hatte, weil er länger als versprochen in der Welt geblieben war, aus der er stammte. Fuchs war Jacob fast ein Jahr gefolgt, ohne dass er sie je in Menschengestalt gesehen hatte. Und er erinnerte sie immer wieder daran, dass sie diese Gestalt verlieren konnte, wenn sie das Fell allzu lange trug. Auch wenn er wusste, dass Fuchs hätte sie sich entscheiden müssen, immer den Pelz gewählt hätte. Er lehnte sich gegen den Brunnen und schloss die Augen. Es wird alles gut, Jacob. Aber die Nacht wollte einfach nicht enden. Er spürte, wie Fuchs den Kopf auf seine Schulter legte und schließlich schlief er ein. Neben sich das Mädchen, das die Haut nicht wollte, um die sein Bruder kämpfen musste. Er schlief unruhig und selbst seine Träume waren aus Stein. Jacob, wach auf. Fuchs trug wieder ihr Fell. Das erste Morgenlicht stahl sich durch die Tannen und seine Schulter schmerzte so sehr, dass er kaum auf die Füße kam. Er ging auf das Lebkuchenhaus zu und sein Herz schlug mit jedem Schritt schneller. Der süßliche Geruch im Innern nahm ihm fast den Atem. Vielleicht schliefen Will und Clara deswegen so fest. Sie hatte den Arm um Will geschlungen und das Gesicht seines Bruders war so friedlich, als schlief er im Bett eines Prinzen und nicht in dem einer Kinderfresserin. Aber der Stein maserte seine linke Wange, als wäre er in Wills Haut ausgelaufen. Und an der linken Hand waren die Fingernägel schon fast so schwarz wie die Krallen, die ihm das steinerne Fleisch in die Schulter gesät hatten. Wie laut das Herz schlagen konnte, bis es einem den Atem nahm. Alles wird gut. Jacob stand immer noch da und starrte den Stein an, als sein Bruder sich regte. Sein Blick verriet Will alles. Er griff sich an den Hals und folgte dem Stein mit den Fingern die Wange hinauf. Denk nach, Jacob! Aber sein Verstand ertrank in der Angst, die er auf dem Gesicht seines Bruders sah. Sie ließen Clara schlafen und Will folgte ihm nach draußen wie ein Schlafwandler, den ein Albtraum gefangen hielt. Fuchs wich vor ihm zurück und der Blick, den sie Jacob zuwarf, sagte nur eins. Verloren. Und genau so stand Will da. Verloren. Er fuhr sich über das entstellte Gesicht und Jacob sah dort zum ersten Mal nicht das Vertrauen, das sein Bruder so viel leichter gewährte als er, sondern all die Vorwürfe,
die er sich selbst machte. Hättest du besser aufgepasst, Jacob, wärst du mit ihm nur nicht so weit nach Osten geritten. Wärst, hättest. Will trat an das Fenster, in dem der Ofen der Hexe stand, und starrte auf das Abbild, das die dunklen Scheiben ihm zeigten. Jacob aber blickte auf die Spinnweben, die schwarz vom Ruß unter dem zuckerweißen Dach hingen. Sie erinnert ihn an andere Netze, ebenso dunkel, gesponnen, um die Nacht darin zu fangen. Was für ein Dummkopf er war! Was wollte er bei den Hexen? Fuchs sah ihn beunruhigt an. Nein, bellte sie. Manchmal wusste sie, was er dachte, bevor er selbst es tat. Sie wird ihm helfen können. Schließlich ist sie ihre Schwester. Du kannst nicht zu ihr zurück. Nie wieder. Will wandte sich zu ihm um. Zurück zu wem? Geh Clara wecken, sagte er zu Will. Wir brechen auf. Alles wird gut. Es war ein weiter Weg. 4 Tage, wenn nicht mehr. Und sie mussten schneller sein als der Stein. Fuchs sah ihn immer noch an. Nein, Jacob, nein, flehten ihre Augen. Natürlich erinnerte sie sich ebenso gut wie er, wenn nicht besser. Aber es gab nur noch den einen Weg, wenn er weiter einen Bruder haben wollte. Euer Applaus. Rainer Strecker und Cornelia Funke. Ihr könnt eurer Gänsehaut jetzt bitte ausrichten, dass sie sich ungefähr eine Viertelstunde erholen kann. Dann wird sie aber wieder gebraucht, denn wir schaffen wahrscheinlich noch 2 Kapitel. Wir wollen jetzt einen kleinen Talk starten. Wir können heute keine Kinderfragen einsammeln, weil wir hier sehr unter Zeitdruck stehen. Aber wir haben uns umgehört vorher im Publikum bei Kindern und auch in den letzten Wochen. Was sind die aktuellen, die brennenden Fragen? Vor allem an Cornelia Funke natürlich, an die Autorin, aber vielleicht auch an Rainer Strecker. Und ich würde gerne diesen Talk jetzt einfach eröffnen. Zunächst aber, Cornelia, das Kleid. Also, man kann sich in einem HVV-Bus wahrscheinlich nicht so gut damit bewegen. Aber wer hat es gemacht? Wo kommt es her? Kommt es aus deinem Kopf, aus deiner Fantasie? Ja, das wäre schön. Funktioniert das Mikro? Hört ihr mich? Viele haben gesagt, Cornelia, hast du das gemacht? Ja, aber natürlich. Also, dieses Kleid ist von einer Kostümbilderin gemacht worden, die Jenny Bevan heißt. Und ich denke mal, eine der größten Stoffzauberinnen auf diesem Planeten ist. Die hat so wunderbare Filme mit Kostümen ausgestattet wie Ein Zimmer mit Aussicht, Sinn und Sinnlichkeit oder Sherlock Holmes, das von einem Freund von mir gemacht wurde, der an diesem Buch ja mitgearbeitet hat. Als ich also sagte, ach, vielleicht wäre es ja mal ganz lustig, in einem Kostüm auf die Bühne zu gehen, wenn man liest, sagte Lionel zu mir, ja, da frag doch mal Jenny. Und ich sagte, Jenny. Jenny hat einen Oscar gewonnen. Ich kann doch nicht Jenny fragen, mir ein Kleid zu nähen. Aber Jenny war so begeistert davon, dass sie ein Kleid für ein Buch entwerfen konnte. Das hat sie eben noch nie getan. Jetzt steht hier fabelhaft. Das ist die Herbstmode 2010. Wunderbar. Guckt euch das doch mal an. Wollen wir nicht alle mal so ein Kleid anhaben? Ja. Ja. Also, ich ahnte ja nicht, was sie dann macht. Ich dachte, sie macht mir einfach so ein 19. Jahrhundertkleid. Und dann hat sie das hier gemacht.
Und jetzt schicke ich ihr immer Fotos und sage, den Kindern gefallen die Spinnweben und die Spinnen und die Motten hier drauf. Also Nahaufnahmen des Kleides gibt es bestimmt im Web. Wir haben vorhin die Adresse gehört. Diese Veranstaltung ist ja auch im Internet zu besichtigen. Du bist auch in der nächsten NDR Talkshow. Wirst du das Kleid da auch tragen? Ja, ich glaube, da soll ich das auch tragen. Sie muss. Genau. Ich fange mal an mit den Fragen, die wir eingesammelt haben. Einmal wissen wir, auch Reckless soll in deinem magischen Schreibhaus entstanden sein. Was ist das für ein Schreibhaus? Kannst du es ganz kurz beschreiben? Wie sieht es da aus? Das ist ein kleines Haus in meinem Garten mit Bücherregalen bis unter die Decke, einem großen Schreibtisch, einem Sofa und einem Sessel, einem Kamin, denn in L.A. wird es durchaus auch kalt im Winter. Und ganz vielen Drachen, die ich sammle und all dem, was Kinder mir so schicken und natürlich tausenden von Büchern und einer ganzen Wand voll Fotos und Bilder, die ich mir immer aufhänge, um in so ein Buch reinzuschlüpfen. Und es hilft wirklich? Also, oder gibt es auch viele andere Orte, wo du deine Einfälle hast? Oder ist es schon das Zentrum deiner Einfälle? Ey, ich denke manchmal, inzwischen ist es zwar wunderbar, diesen Ort zu haben, aber ich kann wirklich inzwischen überall schreiben. Also ich kann auf dem Flugzeug schreiben, ich könnte mich jetzt hier hinsetzen und würde anfangen zu schreiben und nach 5 Minuten leider vergessen haben, dass jemand anders hier ist. Das heißt, das ist... Fragen wir lieber die nächste Frage. Reckless hat eine irritierende Information gleich am Anfang. Da steht gefunden, das ist ja auch schon mal ein spannendes Wort, gefunden und erzählt von Cornelia Funke und Lionel Wigram. Was hat es damit auf sich? Ja, ich bin, also in Amerika könnte Lionel das jetzt erklären, weil er da nämlich mit mir auf der Bühne gestanden hat und wir dann auch immer mit den Kindern darüber gesprochen haben, wie wunderbar es doch ist, wenn man eine Geschichte zusammen mit einem seiner besten Freunde erfindet. Denn man hört ja von Kindern oft, ach, ich versuche diese Geschichte zu erzählen, aber die stoppt ja immer. Wie wäre es denn, wenn man das mal mit jemandem macht? Also Lionel hatte die ursprüngliche Idee zu dieser Welt, zu dieser erwachsen gewordenen Welt und dann haben wir zusammen ein Buch gemacht. Ich habe es aber immer noch geschrieben. Aber gefunden heißt ja auch so ein bisschen, dass da Magie drin ist, da ist dir was zugeflogen. Richtig, ich denke ja immer, dass Geschichten eigentlich schon da sind und dass man die einfach nur finden muss und sie dann auch ganz genau richtig aufschreiben muss. Reckless spielt ja auf eine sehr besondere Weise mit den Märchen, auch mit den Grimmschen Märchen. Eine Frage ist, was ist Cornelias liebstes Grimmsches Märchen? Oder was war auch das erste, was sie schwer beeindruckt hat, als sie klein war? Das sind die 6 Schwäne. Und ich weiß nicht, ob irgendjemand von euch das kennt. Das ist wer kennt das, die 6 Schwäne? Nur mal so Zeichen geben. Ja, da gehen noch ein also paar Finger hoch. Also kein Bildungsnotstand in Deutschland, da sind viele, genau, viele Hände. Trotzdem, ich kenn's nicht. ganz kurz ein Telegramm. Das handelt von 6 Brüdern und einer Schwester, die sie von einem Fluch befreien muss, der sie alle in Schwäne verwandelt hat. Und sie muss dafür stumm bleiben und sie muss Hemden aus Brennnesseln nähen, was ich als Kind schon immer unglaublich fand. Und dann fehlt natürlich zum Schluss noch ein Ärmel, sodass der eine Bruder immer einen Schwanenflügel behält. Ich hoffe, ich kann das in den 2. oder 3. Teil einbauen. Das ist. Ich wollte gerade fragen, es kommt in Reckless nicht vor. So ne? Gut, noch nicht. Ich habe es noch nicht. Ja, es kommt der Menschenschwan schon vor, aber ich habe es noch nicht. Rainer, hast du ein Mikro? Dann wäre die gleiche Frage auch an dich. Dein wichtigstes Grimmsches, dein erstes Grimmsches? Oh, an mein erstes kann ich mich nicht mehr erinnern, aber ich glaube, hier im Haus hat mal der Herr Minetti einen Abend gemacht mit Grimmschen Märchen und der hat immer so geredet und da gab es das Märchen von der Blutwurst und der Leberwurst. Das ist nämlich ein ganz blutrünstiges Märchen und das war aber so komisch vorgetragen von ihm, das werde ich nie vergessen. Also ich glaube, die Märchenlektüre wird durch Reckless auch wieder angeheizt. Es gibt eine interessante Beobachtung, Kinder haben gesagt, einige haben schon gelesen auch und haben gesagt, da wird ja viel gelitten, geschossen und auch gestorben. Wird Cornelia jetzt in nächster Zeit mehr gewalttätig? Also muss man sich da Sorgen machen? Also ich denke, in Tintentod habe ich das eigentlich viel schlimmer getrieben. Also es ist natürlich so, wenn man ein Buch auf den Grimmschen Märchen basieren lässt, dann muss man ja ständig zensieren, weil die so grausam sind und so blutrünstig, dass man mir das Buch um die Ohren hauen würde, wenn ich das machen würde, was da alles so in den Märchen steht. Also bekommt ihr eine zensierte und etwas nettere Version dessen zu hören, was in den Märchen so vor sich geht. Denkt an diese Worte, wenn ihr das lest. Also eine milde, gemilderte Fassung von Grimm. Ich weiß ja nicht. Also lasst euch, ich bin wahrscheinlich selber ein Nervenbündel inzwischen und vertrag nicht mehr so viel. Ich will aber eines eben einflechten, weil Reckless ist frisch gestartet, auch in Deutschland. Ich habe gerade die Information heute bekommen. In der nächsten Spiegel-Bestsellerliste bist du Platz 1. Das ist sensationell.
Und schon sind wir bei der nächsten Frage, nämlich du bist berühmt. Kannst du Post überhaupt noch lesen und beantworten? In Wahrheit ist die Frage wahrscheinlich gewesen, kannst du meine Post überhaupt noch lesen und beantworten? Also das macht inzwischen, und das macht schon seit vielen Jahren, meine jüngere Schwester, Insa, die auch die Website betreut. Nur ich schreibe noch die Autogramme. Und ab und zu gibt es dann halt auch immer mal einen Brief, von dem sie mir erzählt oder was immer. Aber das ist wirklich ein Preis des Zu-Bekanntwerdens. Früher habe ich jeden einzelnen Brief mit der Hand beantwortet. Da würde ich nicht mehr zum Bücherschreiben kommen. Aber du bekommst schon Informationen gesammelt sozusagen, nicht? Was an Besonderheiten geschrieben wurde, das wird dir dann berichtet in Abständen. Und wir machen auch kein Geheimnis daraus, dass das meine Schwester ist. Also sie tut nicht so, als wäre sie ich. Wichtig, genau. Ja. Wie lange dauert es, Cornelia, ein Buch zu schreiben? Die Frage ist bestimmt heute zum 100. Mal, aber sie ist immer wieder interessant. Bei Reckless, wir haben ja gesagt, es war ja kaum mehr auszuhalten, wir haben ja gelitten, es kam ja so lange nicht. In Wahrheit ist es dann schon fertig gewesen, es gibt ja ganz bestimmte Abläufe. Aber wie lange ist es so realistisch? 2,5 Jahre ungefähr. Also es wird eigentlich immer länger, weil so viele andere Dinge inzwischen auch noch da sind. Ich muss so viel an E-Mails machen. Ich bin veröffentlicht in 50 Ländern. Ich muss mich um Theaterinszenierungen, um Hörbücher, um Schauspielhaus, Filme, was immer was kümmern. Das heißt, es ist inzwischen schon wirklich so ein klein bisschen auch Geschäft und dann kommt man ja auch zum Schreiben. Aber ja, 2,5 Jahre. Einer hat uns geschrieben, Cornelia, ich weiß von Cornelia, sie hat mehrere Bücher gleichzeitig, also sie schreibt oft mehrere Bücher gleichzeitig, verwechselt sie da nicht ständig die Handlungen? Wie sortiert ja. sie das? Ja, also da muss man aufpassen, also ich kann es nur so, dass ich eins schreibe und ein anderes poliere. Das heißt also, wenn ich an einem gerade das Original erstmal schreibe und entwickle, dann kann ich an so einem anderen ein bisschen rumpolieren. Aber man kann nicht eine Originalgeschichte gleichzeitig, man kann nicht in zwei Welten gleichzeitig stecken, sag ich mal, vielleicht können das andere Schriftsteller. Also dir rutscht nicht meine Figur plötzlich in ein anderes Buch, das passiert. Das wäre ja mal interessant. Das nächste ist mehr ein Befehl als eine Frage. Könntest du nicht irgendwann einfach wieder nach Deutschland ziehen? Also das hoffe ich immer, dass die Kinder das verstehen. Wenn man das dann endlich mal geschafft hat, so mutig zu sein, in ein anderes Land zu gehen, dann will man das ja nicht gleich wieder rückgängig machen. Man ist ja so unendlich stolz, dass man sich das wirklich mal getraut hat. Das heißt, ich hoffe eigentlich eher, dass ich jetzt immer so weiterziehe. Das heißt, so von einem Land ins andere und immer größere Abenteuer erlebe. Gut, also das ist nicht eine sehr hoffnungsvolle Antwort. Aber die Welt ist rund, sie wird irgendwann wieder hier sein. Ne? Genau. Ist es seltsam, so berühmt zu sein? Ja, sehr seltsam. Könnte ich das etwas genauer, darf ich da nochmal nachfragen? Also gibt es so Dünches, was dir so passiert, auch in L.A.? Ich meine, in L.A. bist du ja nicht ganz... Nein, in L.A. passiert sowas nicht, okay. Das ist das Gute. Da laufen ja so viele Berühmte rum, da bin ich gar nicht berühmt dagegen. In deinem Kleid würde man dich auch da erkennen. Das ist richtig, aber dann würde man das Kleid erkennen und nicht mich. Das Seltsamste am Berühmtsein finde ich, dass einen Menschen kennen, die man selbst nicht kennt. Das heißt, man fühlt sich immer unendlich unhöflich, wenn man von jemandem begrüßt wird, der offenbar mit großer Leidenschaft das Buch gelesen hat, das man geschrieben hat. Und einem, der einen dadurch ja auch kennt. Denn ich denke schon, dass jeder meiner Leser mich kennt. Es ist ja nicht so, dass ich nur ein Schauspieler bin, der sein Gesicht auf eine Leinwand hält. Sondern alles, was in den Büchern ist, bin ja ich. Und wenn man dann nicht den Namen weiß oder wenn man dann das Gesicht nicht kennt, das finde ich immer noch sehr traurig oder unangenehm. Ich würde lieber jeden meiner Leser kennen. Das finde ich sehr unangenehm am Berühmtsein. Die nächste, ja, das ist ein schönes Kompliment an euch und uns alle. Die nächste Frage geht an beide. Es gibt immer wieder Fragen, ich möchte selbst so gut schreiben können oder ich möchte selbst so gut und so meisterhaft vorlesen können. Es ist sehr, sehr schön, dass es dieses Buch auch als Hörbuch gelesen von Rainer Strecker gibt. Und deswegen an beide mal die Frage, gibt es vielleicht zwei goldene Tipps, wie man gut schreibt und wie man dann danach, wie man gut liest? Also bei dem Gutschreiben, ich sage Kindern immer, die schreiben wollen, erstmal immer Papier bei haben und einen Stift. Weil die besten Ideen immer kommen, wenn man sie gerade nicht aufschreiben kann. Und dann verschwinden sie wieder. Laptop ist auch okay. Ja, Laptop ist auch, ja, aber Laptop ist, man den dann anhat und, ne? Also Stift und Papier ist da doch immer noch besser. Notfalls auch Stift, der auf der Haut schreibt. Weil es kann ja mal sein, ne, dass man kein Papier hat.
Und was ich denke, was beim Schreiben ganz wichtig ist, dass man ganz, ganz neugierig auf die Welt ist und ganz, ganz neugierig auf alles, was in einem selber drin ist. Und wenn man das zusammenpackt, dann... Und nicht dran denken, berühmt werden zu wollen, sondern erstmal eine Geschichte erzählen zu wollen. Nein, ganz genau. Rainer. Das ist überhaupt das Wesentliche bei allen Dingen, die man erreichen möchte, dass man, meine ich, aufhören muss zu wollen. Weil dieses Wollen macht so verbissen und ehrgeizig und macht fest. Und da passiert eigentlich das Gegenteil von dem, was man eigentlich erreichen möchte. Also aufhören zu wollen lässt einen viel, viel mehr hinhören, hinschmecken, hinriechen, Dinge entstehen lassen. Das ist eigentlich, finde ich, der beste Weg. Also, dass man wohin will, behält man so im Hinterstübchen, macht es heimlich, aber diesen Ehrgeiz ein bisschen auflösen und dann passiert ganz viel von alleine. Was ja nicht generell heißt, dass man nicht gut sein will. Also Ehrgeiz auf die Sache bezogen, ja, ne? Aber nicht auf so ein komisches Ziel wie ich werde berühmt oder es gibt mal ein Bravo-Poster über dem Bett von mir. Oder schreiben wollen. Ne, das ist auch so ein Ding. Das Schreiben wollen, also Cornelia erzählt es ja immer so schön, wie sie Dinge entstehen lässt, wie es schreibt zum Beispiel. Also wenn man dann mehr Medium ist oder so. Das ist schon ganz schön. Und ich gucke auch, was die Sprache mit mir macht. Das wollte ich fragen. Eher als dass ich sozusagen dem so mein Siegel aufdrücke. Ja. Gibt es denn sonst fürs Vorlesen noch einen ganz praktischen Tipp? Also ein Schauspieler hat uns mal gesagt, man muss immer, auf jeden Fall Bodenberührung. Also wenn man so schwebt und liest, das wird nicht gut. Man muss immer Stabilität haben. Gibt es auch bei dir so einen Trick? Ja. Immer Stiefel tragen. Nein, Boden ist schon gut. Also ich lese den Stoff einfach sehr, sehr oft, bis ich sozusagen so ein bisschen auch Aufsicht habe und drüber bin. Am Anfang ist man so drin in der Geschichte, oh Wahnsinn, was passiert jetzt? Und ach, das habe ich ja übersehen. Und dann ist man so in der Geschichte drin. Ich lese es so oft, dass ich drauf gucken kann. Und dann bin ich, dann passieren Dinge. So. Liest du dann auch schon laut, wenn du die ersten Mal liest? Ich lese oft laut. Okay, und dann wird es viel später aufgenommen, mit der so und so vielen Fassung. Nochmal ein Befehl, keine Frage, nochmal ein Befehl. Wahrscheinlich gibt es wieder einen Applaus. Wir brauchen neues Hühnerfutter. Nein. Aber das ist schon besser als beim letzten Mal. Es ist, glaube ich, wir müssen es ja einfach, wir haben es auch ein für alle Mal gesagt, die Hühner sind ein Kapitel, das du sehr geliebt hast, aber das zu Ende ist. Ja, ne? ich glaube, das muss man als Geschichtenerzähler schon ab und zu mal machen, dass man eine Geschichtentür zumacht. Und sich dann einfach mal in einen neuen verliert. Das möchte man ja auch einfach. Trotzdem möchte ich einmal auch noch über Filme sprechen. Du hast wahnsinnig erfolgreiche Filme auch in Deutschland gemacht. Wird es wieder einen Kinofilm mit Cornelia Funke Stoffen geben? Oder ist das alles noch geheim? Nein, es ist gar nicht geheim. Also es gibt im Moment ein Drehbuch zur Igraine ohne Furcht. Auf ein englischsprachiges, aber in Deutschland entwickelt. Wollen wir Igraine als Kinofilm? Ja. Das gefällt mir auch sehr, sehr gut. Dann gibt es ein Drehbuch auf Deutsch zum Weihnachtsmann, der vom Himmel fiel. Ja. Und dann habe ich gerade die Gespensterjäger an die Produzenten vom, wie heißt das hier, das Mädchen mit dem Drachentattoo verkauft. Das heißt, die soll eine deutsche Serie von Filmen beruhend auf der Gespensterjäger-Serie entstehen. Klasse. Prima. Die Gespensterjäger übrigens, da werden wir dann auch über Kino fürs Ohr reden dürfen, weil das gerade in diesem Mikado-Herbst ein großer Schwerpunkt wird im Mikado-Programm des NDR, das war jetzt nicht abgesprochen, die Gespensterjäger als neue Hörspielproduktion und da freuen wir uns sehr auf die Premiere. Das nächste, was wir produzieren mit vielen Schauspielern, ist Gespensterjäger in großer Gefahr.